Hallo Leute, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Wir fahren heute hier einfach mal mit unserem Audi A8 hier zu diesem Rennen. Dann sehen wir uns vielleicht noch die Fahrschule an. Also nicht Fahrschule, sondern Autovermietung. Ich bin ja schon ziemlich gespannt, was uns dort erwarten wird. Ich finde den Audi hier echt schön. Welches Auto fährt ihr denn gerade in Forza Horizon 4? Würde mich mal interessieren. Ja, blöde Netzverbindung. Nee, wollen wir nicht. Bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich sehr gut. In 400 Metern links abbiegen. Ich hoffe, dass hier noch viele Showrunner kommen werden. Links abbiegen. Ich finde, die Showrunner sind gerade das Geile, was. In 400 Metern links abbiegen. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, Showrennen sind ja das, was Forza gerade ausmacht. Links abbiegen. Ich habe noch ein Schild mitgenommen. Du hast dein Ziel erreicht. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Forza hier gerade so haltet. Also ich finde es einfach geil. Ich finde die Forza Horizon Serie generell geil. Aber auch Forza Motorsport 7 ist ziemlich gut geworden. Rennen starten. Jetzt dann gleich wieder ab nach Edinburgh, oder wie diese Stadt hier heißt. Hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf dem 5. Platz sind wir. Warum bremst du denn hier? Thank you.
Ne. Das wollen wir natürlich nicht so. Komm. Nein, er mag nicht. Auf der Straße. Okay. Ach Mann, diese Kurve hier. Danke für deinen vierten Platz. Naja, da sind wir halt Vierter geworden. Auch nicht so schlimm. Nee, dahin wollen wir nicht. Dann sehen wir uns mal die Autovermietung an. Bei nächster Gelegenheit wenden. Metern links abbiegen. Sorry. Links abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Sorry. Immer dieser Gegenverkehr. Ich weiß, dass das nach einer großen Investition klingt, aber sie ist es wert, glaub mir. Jedes Unternehmen, das du kaufst, wird dir einen Anteil seines Tagesgeschäfts auszahlen. Wenn das mal kein guter Anreiz ist. Das ist die perfekte Location, oder? Hier werden wir reich. Ich habe einen Haufen Kunden auf der Warteliste, aber zuerst sollten wir alle Autos ausprobieren. Meinst du nicht auch? Ja, okay, kaufen wir. Wenn wir dafür täglich Geld bekommen. Wir beide zeigen der ganzen Welt, was es wirklich bedeutet, die Weltschnellsten zu sein. So. Mal sehen. Was hältst du davon? Wir haben die Geschäftsräume, ich habe die Kontakte und du hast... Naja, du hast noch ein paar Minuten Zeit, bis unser erster Kunde kommt. Ein 2013er Lamborghini Veneno. Nimm die Schlüssel und zeig Horizon, was er kann. Alle sollen über uns reden. Alle Kunden sollen wissen, dass wir es mit den Weltschnellsten ernst meinen. Okay. Nur eine kurze Fahrt raus zum Glen Rennel. Oh, und denk daran, unser erster Kunde ist unterwegs. Also gib Gas. Sehr doch. Straßenbahn habe ich jetzt komplett übersehen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bin ich jetzt falsch gefahren? Nee, da war jetzt ja gar nicht zum Abbiegen, oder? Rechts abbiegen. Wohin denn? Okay, geradeaus. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ja, wir nehmen die erste. Ups.
Das ist heute nicht gut. Bevor der Kunde dich sieht. Ruf mich an, wenn du für den nächsten bereit bist, okay? Mir schwebt da was Skandinavisches vor. Eine Sterne? Wollen wir eine halbe Minute schneller waren? Nochmal. Nur eine kurze Fahrt raus zum Glen Rannoch. Oh, und denk daran, unser erster Kunde ist unterwegs. Also gib Gas. Aufpassen, dass die Straßenbahn nicht wiederkommt. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Jetzt fahren wir mal durch den Kreisverkehr. Nicht immer gerade nur rüber. Schönes Auto. Schön gefahren. Ich lasse ihn abholen und sauber machen. Verschwinde lieber, bevor der Kunde dich sieht. Ruf mich an, wenn du für den nächsten bereit bist, okay? Mir schwebt da was Skandinavisches vor. Auch nur eine Stern? Okay. Dann ist das halt so. Können wir hier nur etwas machen? Ja. Nächstes Kapitel. Mal neugierig, wie viele Kapitel es hier gibt. Deine letzte Fahrt war unglaublich. Mein Handy hat ununterbrochen geklingelt. Die nächste wird noch besser. Nur eine Sache. Hast du eine Sonnenbrille dabei? Egal, nicht so wichtig. Königsegg 1-1. Ein PS für jedes Kilo Gewicht. Nur die Schweden können sich sowas Einfaches und doch so Wahnsinniges einfallen lassen. Fahr nach Bembrough Castle. Es gibt eine schöne Gerade, wo du richtig aufs Gas treten kannst. Das ist ein wirklich geiles Auto. Solange wir hier nur das Geschwindigkeitsziel schlagen müssen. Sonne blendet. Ach nee, das geht schon.
Komm durch diese Zone, okay? Zeig ihnen, wie das Ding bei hoher Geschwindigkeit auf der Straße klebt. Nicht von der Straße abkommen. Irgendetwas stimmt heute mit mir nicht. So schlecht bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Und schon wieder. Das gibt es nicht. Du bist jetzt das erste Megacar der Welt gefahren. Wie fühlst du dich? Meld dich bald wieder. Ich glaube, ich bekomme mein Ferrari rein. Wenigstens 3 Sterne haben wir bekommen. Stufe 2 und 10.000. Hallo Alfred. Erst die guten Neuigkeiten. Ich habe dich für das nächste Schaurennen vorgeschlagen. Jetzt die schlechten Neuigkeiten. Es gibt keine schlechten Neuigkeiten. Wir sehen uns an der Startlinie. Ja, das ist geil. Wir gingen in den Chat. Machen wir das nächste Mal. Heute bleiben wir noch ein bisschen hier bei der Fahrschule. Weißt du noch, wie ich dir von dem Ferrari erzählt habe? Komm doch für eine Fahrt raus aufs Land. Du weißt schon, um zu sehen, wie schnell er fahren kann. Und es ist der 2014er FXXK. Also vermutlich ziemlich schnell. Auch ein mega geiles Auto. Dieses Ding beschleunigt wie eine Rakete. In 100 Metern rechts abbiegen. Einfach geil. Ich gebe dem Kunden einen neuen Termin. Keine Sorge, der schuldet mir was. Okay, ich glaube, wir haben jetzt zu sehr ablenken lassen. Das war jetzt nicht so gut. Aber wir dürfen es ja nochmal versuchen. Durchschnittsgeschwindigkeit, ich glaube, 177. Ferrari erzählt hat? Komm doch für eine Fahrt raus aufs Land. Du weißt schon, um zu sehen, wie schnell er fahren kann. Und es ist der 2014er FXXK. Also vermutlich ziemlich schnell. Lass ihn an. Dieses Ding beschleunigt wie eine Rakete. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh. In 100 Metern rechts abbiegen. Komm schon. Irgendetwas stimmt heute nicht. Außer Rand und Band. Nicht außer Kontrolle. Irgendetwas stimmt heute wirklich nicht. Lass ihn an. Dieses Ding beschleunigt wie eine Rakete.
in 100 Metern rechts abbiegen. Schönes Auto. Nee, falsch gefahren. Anna, warum sagst du nichts? Und die Kurve übersehen. Gleich normal. Wohin? Geradeaus. Genau. Ich wusste, du schaffst es. Jetzt entspann dich, atme durch. Und ruf mich an, wenn du bereit für den nächsten Kunden bist. Okay, wieder einen Stern. Aber nicht so schlimm. Mal sehen, was wir jetzt als nächstes bekommen. Wie viele gibt es denn davon überhaupt? Ja, gar nicht zu wenig. Mein nächster Kunde ist Däne. Er hat anscheinend von unseren Abenteuern mit dem schwedischen Königseck gehört. Und die Dänen mögen es nicht so gern, ausgestochen zu werden. Weder beim Fußball, noch auf der Straße. Von daher, hier ist dein nächster Schlitten. Du weißt ja jetzt, wie die Sache läuft. Hier sind die Schlüssel. Viel Spaß. Fahr nach Süden aus der Stadt raus. Ich habe dein Navi eingestellt. Einstellungen, mal nachsehen. Steuereinstellungen. Okay.
gleich zweimal. Warum nicht auch noch gleich ein drittes Mal? Ne, jetzt ein bisschen langsamer. Mann. Ja, natürlich. Was spule ich jetzt zurück? Sagst du, irgendetwas stimmt heute nicht. Aber das Geschwindigkeitsziel, das schlagen wir mit Leichtigkeit. Wenn wir mal auf die Straße schauen würden. Also, was meinst du? Tempo oder Königsegg? Dänemark oder Schweden? Nein, sag's mir nicht. Und sag's auf keinen Fall dem Kunden. Ruf mich an, wenn der nächste kommen kann, okay? Ganz klar, Königsegg. Super WSP. Was bekommen wir denn Schönes? McLaren. Ja, ist schön. Ja Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann.